Hallo und willkommen zurück bei einem Let's Play von Tytaran. Alice Madness Returns. Madness Alice Returns. Nein, Alice Madness Returns. Was? Was ist ganz falsch? Da ist irgendwo eine Schweineschnur. Wieso habe ich jetzt meine Warpal-Klinge wieder? Hä? Ja, und mein Steckenpferd? Okay, aber wie habe ich denn jetzt... Okay, aber zurückwechseln kann ich nicht. Hä? Ich verstehe dieses Spiel immer nicht so. Was ist das denn da? Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. Bei der Stimme glaube ich dir das sogar aufs Wort, mein Lieber. Wo ist das Schweineding? Ich höre das doch. Fische, 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 Entschuldigung, ich bin zwischendurch mal ein Spielkind und ich stehe auch dazu. Wo ist er? So, ich laufe jetzt erstmal hier unten rum und versuche rauszufinden, wo Pepper Woods ist. Oh. Ich bin nicht sehr musikalisch, aber du klingst irgendwie verstimmt. Nicht mein Fehler. Ich kann meine Töne nicht hören. Die Pfeifen sind verstopft. Das kann ich sehen. Warum tust du nichts dagegen? Um meine Stimmbänder zu gefährden. Du könntest es für mich tun. Hier hat jeder eine Ausrede für seine Faulheit. Erinnert mich ans Irrenhaus. Sorry, da muss ich echt lachen. Was gibt's denn Schönes? Ah. Oh. Sehr schön. Das gefällt mir immer gut. Da sind nämlich immer ein paar schöne Zähne bei. Sehr gut. So, dann holen wir uns hier unten nochmal die Truhen. Er kann seine Stimmbänder nicht ordentlich benutzen. Aber ich habe nicht mal einen Mund gesehen, der sich bewegt. Oh nö. Wusste doch, dass da noch irgendwas kommt. Oh, großer Klumpatsch. Alles. Lass mich mal da weg. Ja. Scheiße. Scheiße. Ah, Alice, hau doch mal da ab, da meine Güte noch mal. Wo ist das Problem? Ich bin doch ausgewichen, du Blödian.
abgewichen. Manu. Ah, ja. Bitte. Bitte, bitte. Alles normal? Nein. Haben wir unsere Warpal-Dinge wieder? Hätte ich Ohren, würden sie schmerzen. So, einmal übersprungen. Holen wir uns jetzt erstmal unseren Korb. Wir wissen ja schon, was drin ist. Lächerlich, dass sie das nicht einmal da schafft, da hochzukommen. Oh. Wir werden ja wahrscheinlich irgendwo da lang müssen. Das heißt... Ich werde jetzt noch nicht die ganzen Kisten mit den Zähnen holen, weil ich erst diese Plumpatsch-Fisch-Kacke auflösen muss. Möchte. Hau ab, Alice! Nein! Aha, ich bin doch ausgewichen, Leute. Scheiße, was war das? Scheiße. Oh Gott sei Dank. Ja. Ah, es tut mir leid, dass ich immer husten muss, aber ich bin noch so erkältet. Was ist das? Moment. Wo ist mein Steckenpferd? Ah, ach so, alles klar. Na klar, das macht ja auch Sinn. Da war ich natürlich nicht drauf gekommen. Gab es da noch irgendwas? Nicht schlecht für den Anfang, aber ordentliche Arbeit verlangt bedeutet mehr Einsatz. Gib dir gleich mal einen Satz. Ich bin sicher, du willst ordentlich arbeiten. Ich wusste, dass da noch dieser Schleim hier drin ist. So, Question. Zwei verschiedene Wege. Okay, dann nehmen wir mal diesen Weg hier.
Natürlich noch ein Klumpatsch. Und bitte, lass mich das nicht verkacken. Scheiße, wir haben nicht mal vollen Heal. Komm, noch ein dicker Klumpatsch. Werde ich sauer. Gut geschafft, Gott sei Dank. Jedenfalls nicht mehr dieser große Klumpatsch, der ist so blöd. Oder Klumpatsch und ihr seid auch total blöd. Da kann ich ja froh sein, dass die Facecam aus ist, weil sonst hätte man gesehen, wie ich explodiere. Alles schön und gut, aber meine Stimmgewalt braucht ein ganzes Orchester. Ja, ich bin ja dabei. Da bin ich dabei. Und brauche noch ein bisschen Heal. Ohne Heal mache ich hier gar nichts. Oh, was kommt da jetzt? Ja. Oh, nicht ein großer Klumpatsch. Alles nur bitte nicht der. Außerdem ist es gar nicht so einfach mit dem Steckenpferd. Auch wenn es relativ gut zuschlägt, aber so vom... Oh. Hey, ich sehe nichts. Das hat aber Spaß gemacht. Das hat mir tatsächlich echt Spaß gemacht. So, schnell die Zähne mitnehmen. So. Familie sieht super aus. Und endlich geschafft. Super. Bin auch echt froh, dass ich den Klumpatsch zuerst erlegt habe. Es gibt ein Problem. Nein. Ich finde den Takt für die Noten nicht. Er ist bestimmt nicht weg. Vielleicht verlegt. Ich glaube, ich muss dir wohl helfen, den Ton zu halten. Hoffe, er ist leicht. Nein, ich bin niemals bereit. Oh. Ah, shit. Mann! Ich war zu schnell. Kacke. Das Publikum wird dir deine Mühen danken. Das bezweifle ich.
Die mageren Leistungen der Darsteller werden durch meine Musik kompensiert. Bitte wecke sie mit dieser aufregenden Neuigkeit.